Hallo? Oh, Leute. Ja, du hast gut Holz vor der Hütte. Hallo Freunde der gepflegten VR-Unterhaltung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe euch versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden halte, was Iragon angeht. Und ja, es ist eine neue Version erschienen, die 045. Und ja, es gibt jetzt hier mehrere Magieangriffe. Wir haben ein Schwert, wir haben ein Inventar. Das zeige ich euch jetzt mal hier. So, das ist unser Inventar für, ja, für die beiden Hände sozusagen. Hier haben wir Feuermagie, Frostmagie. Hier unequip, dann können wir natürlich hier uns die Waffen auch wegpacken. Ja, hier haben wir einen Blitz, eine Blitzattacke und das Schwert. Und der Entwickler hat mir versichert, dass man hier jetzt auch wirklich auf Gegner trifft und die auch dann bekämpfen kann. Da bin ich gespannt drauf, das ging ja beim letzten Mal noch nicht. Und ja, ich bin echt gespannt. Die Datei ist auch schon gut gewachsen, also man merkt, dass die immer mehr Sachen da hinzufügen ins Game. Und ja, wir können jetzt hier mal kurz die Magie probieren. Also hier habe ich einmal Frost und Feuer. Fire and Ice. So. Also der schießt so Feuerpfeile. Eispfeile. Die haben wir einfach den Feuermodus hatten wir ja beim letzten Mal schon. Dann haben wir noch Lightning, also eine Blitzattacke. Die sieht schon mal cool aus. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Und ich bin gespannt, inwieweit sich das Spiel jetzt geändert hat. Da brauchen wir noch nicht irgendwo noch lang laufen. Also den Weg spare ich mir, den bin ich bisher immer gelaufen. Den spare ich mir jetzt aber erstmal. How far could she have gone? Genau, da waren sie. Doesn't matter. We'll keep searching until we find her. Sollen wir mal probieren, what did you do anyway to send us this far after her? Ah, dann kommt auch direkt Lebensanzeige, aber die sind dann natürlich. What are they looking for? Unverwundbar. Sonst wäre das ja vorbei. Im fertigen Spiel sollte das am besten dann auch so sein, dass man die in dem Augenblick nicht angreifen darf. Wäre eigentlich besser. Okay, wir haben keine Energie mehr. So, gehen wir mal weiter. Jetzt kommt die Kleine hier aus der Mauer wahrscheinlich raus. Ja. You must be the one those soldiers were looking for. Nein, ich habe mich total right? erschrocken. Not far, back that way. Who are you? They will kill you if they see you with me. You'll freeze out here after the sun goes down. I have somewhere safe we can go. But you don't know me. You're someone in trouble, I know that. Hast du dich denn verändert im Gegensatz zum letzten Mal? Nö, oder? Sieht genauso aus wie beim letzten Mal, würde ich sagen. So. Jetzt mal ins Haus rein. Sieht der Himmel anders aus? Ich denke schon. Also ich meine, der Himmel wäre beim letzten Mal anders gewesen. My name is Anna, by the way. You never asked. I'm Derek. You live here alone? Tupac. This is my uncle's hunting cabin. It doesn't get much use anymore. Why would you bring me here, though? A knight doesn't turn his back on someone he can help. Are you a knight? No, but I want to be one day. Why are the soldiers looking for you? They want my grandfather's book. They killed him for it. I'm sorry. What's in it that they go that far? Some notes that I don't understand. Sir, there's a cabin over here, with smoke coming out of the chimney. Those soldiers, we have to go, now! Go now! Und nun? Hallo Oculus. Jemand zu Hause? Ah, Test Simulation, das ist neu? Aim at the red of the tree. Press tab when green crosshair appears. For VR. Achso, okay, das ist für beide Seiten. For VR, aim with your controller. Ja, das hatten wir eigentlich ja alles schon. Also nicht das hier jetzt. Ist eigentlich cool, dass sie hier so ein kleines Tutorial nochmal einbauen. Teleportion. Teleportationspad. Option 2. Ja, wir nehmen hier mal die Abkürzung.
Funktioniert eigentlich genauso wie beim letzten Mal. Gut, in diesem Tutorial sind jetzt keine Texturen verfügbar. Okay. Ich denke mal, hier kommen auf jeden Fall noch Texturen dazu. Complete. That fire is still burning. Go into the woods that way. There's a path up the summit. What will you do? I'll get them to chase me and meet you up there. Be careful. Sir, out back! There's someone running! I'll be careful. Ich würde jetzt am liebsten gegen die kämpfen, aber es kommt ja auch keiner zu mir. Okay, schauen wir mal, wie sich das hier geändert hat mit den Texturen. Die sehen schon eigentlich ganz cool aus, finde ich. Ich mag den Look bisher vom Spiel. Mal gucken, ob wir jetzt auch nicht abstürzen. Könnte passieren. Okay, da stürzen wir schon fast ab. Hä? Das sieht jetzt ziemlich übel für uns aus. Kommen nirgendwo anders hin. Nein. Nee, oder? Nee, das, komm, ich lasse mich abstürzen. Da habe ich mich irgendwie verzettelt. Wenigstens kommt das Spiel jetzt direkt wieder, wenn man runtergefallen ist. Beim letzten Mal fiel man unendlich eigentlich. So, hoffentlich passiert jetzt nichts mehr hier. Mit einmal durch. Komm. Jawoll. So. Also ich meine, Texturen sind mehrere dazu gekommen jetzt. Hier fehlten ein paar. Wow. He's on the next island. Hurry, before we lose. Wow! Hab ich mich erschrocken. Stirb! Okay. Wo muss ich? Ich glaube, ich muss hier lang. Jetzt habe ich mich gerade gedreht und weiß schon nicht mehr, wo ich mit bin. Oder? Ja. Würde ich schon sagen. Komm. Ja, funktioniert bisher ganz gut, außer das eine Mal da. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da könnten wir lang. Ah. Ich hänge. Komm über die Brücke. Gespannt, wann hier denn jetzt Gegner auch auftauchen. Ja gut, Wölfe kamen auf jeden Fall schon mal, das ist neu. Komm, zum Busch. Jawohl. Okay, sieht so aus, dass wir da hoch müssten. Es geht ja hier ins Leere. Okay. Nochmal hoch, dann hier. Und dann... Jawohl. Hey! Okay, das ist auch neu. Das soll wahrscheinlich, ich vermute mal, irgendeine Höhle darstellen. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, mussten wir hier rüber. Und dann ist auch direkt das Spiel zu Ende gewesen. Also haben sie jetzt schon was eingefügt. Oh, hier sind Fußabdrücke. Also müssen wir hier irgendwo lang. Okay, hier ist doch gar nichts, oder?
Oh, doch. Quick, you're not far. There's a spot on the side over here. Are you sure? Quiet, you're close. Also, wir verstecken uns jetzt hier. Ich bewaffne mich schon mal. Then spread out and find him. Wer weiß, was hier kommt? Versteck dich, man sieht deine Haare. Die ragen hier raus, die backen durch. Must not have stopped. Let's keep going. He's probably got some distance on us now. Also ich sehe keinen Gegner. Haben sie auf jeden Fall schön gemacht, die Anna. Thank you. Don't worry about it. We need to get going. Man kann reingucken. Okay. Jetzt gehe ich zusammen mit ihr und eigentlich wäre es ja cool, wenn man die dann auch wirklich sieht. Neben einem laufen, das ist jetzt hier nicht. So, jetzt sollen wir hier wahrscheinlich in die Höhle rein. Probieren wir mal aus. Und los geht's. Okay, ja, ist wirklich eine Höhle. Da ist er jetzt. Hallo. Da ist noch jemand. Collect these orbs. Nehmen wir die mal. Ja, da gibt es noch keine Sounds für. Use this NPC for an upgrade. Upgrades cost 4 Orbs. Ah, cool, dass man wenigstens hier auch NPCs sieht. Die sieht auch ziemlich mitgenommen, sieht die aus. Und hat da vorne, wie ich, keine Haare. Okay, ich nehme Mana. Lightning gefiel mir gut. Frost könnte auch cool sein. Hat die das gleiche Gesicht? Jetzt muss ich mir das aber mal angucken. Oh, lauf doch nicht weg. Ich würde fast sagen, ja. Okay, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Okay. Okay, gehen wir jetzt mal in die Höhle rein. Gut, hier muss man sich jetzt natürlich auch die Texturen vorstellen, die noch folgen. Oh, hier können wir uns auch dranhängen, wie es aussieht. Da schimmert irgendwas durch. Seht ihr das? Gegner! Ha! Frost Lightning. Spürt meine Macht! Und jetzt nochmal Schwertkampf. Ha! Easy! Wie war's bei Songbeater? Erfolg easy peasy oder so? Komm, Anna. Okay, wir können hier was. Komm, wir darfst mit was machen? Nicht wirklich, ne? Okay, weiter geht's. Da hier auch Texturen fehlen, denke ich mal, dass es nicht mehr so lange geht. Aber lass uns überraschen. Ich finde es auf jeden Fall cool, mal wirklich zu sehen, wie sich so ein Spiel entwickelt. Von Patch zu Patch oder Update zu Update. Da hinten sehen wir auch wieder Gegner, glaube ich, durchschimmern. Läuft ihr mir jetzt hinterher? Komm, Anna! Komm, wir haben keine Zeit. Braves Mädchen. So, mal schauen. Was jetzt hier noch kommt. Okay, ist natürlich blöd, wenn man wirklich Magie ausgewählt hat und dann möchte man nur hier hin und her wippen, dass dann schon mal die Magie losgehen kann. Okay, ich glaube, jetzt kommen ein paar mehr Fights auf uns zu. Was ist das für ein Kollege hier? Oh, das sind Siegel. Bleib stehen. Oh, auch ein Magier. Okay, du willst das Gleiche. Du willst...
die gleichen Waffen zurück. Komm, den machen wir jetzt mal. Oh, der kann sich teleportieren. Können wir die abwehren? Machen wir mal? Nee, okay. Wo ist er? Wo ist er? Du bist aber ein Böser, du. Okay. Ha! Du Lappen! Schauen wir uns den mal an. Der zuckt noch. Okay, Siegel ist weg. Das Gegner oder? Nee. NPCs, oder? Hallo? Leute. Ja, du hast gut Holz vor der Hütte. Ja, nett gemacht. Wer bist du? Sieht aus wie Anna, nur mit schönem Gewand. Holla, die Waldfee. Oh, da muss doch wehtun, was du gerade gemacht hast. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier schon mal, wie die NPCs noch aussehen könnten. Cool gemacht. Können wir die dann auch irgendwie mit denen interagieren oder so? Nö. Doch, können wir. Komm, wenn wir einmal hier sind, müssen wir das auch machen. Ach nee, komm weiter. Ja, Leute, das war's auch schon mit der neuen Version von Eragon. Also ich finde, es zeigt schon mal ein bisschen mehr als beim letzten Mal oder ja, einiges mehr. Und ich bin echt gespannt auf die nächste Version, weil die bringen ja jetzt immer mehr und mehr Content rein. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das Spiel hier entwickelt. Ja, ich sage einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo nicht vergessen, wäre echt nice von euch. Und ja, falls ihr weiterhin Eragon sehen möchtet oder ihr könnt auch gerne in die Beschreibung oder in die Kommentare reinschreiben, ja, wie ihr das Spiel findet, was ihr davon haltet und ja, ob ihr das Projekt hier interessant findet oder nicht. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.